Das Top-Thema jeder Landtagswahl ist die Bildung. Und da sollte ein kompetenter Politiker das Wort haben. Seine glasklaren, geschliffenen Formulierungen weisen ihn als virtuosen Meister der präzisen Sprache aus. Damit kann nicht Philipp Rösler gemeint sein, sondern unser nächster Gast, Max Uthoff. Herzlich willkommen. Vielen Dank. So, ich bin fertig. Sie auch? Dieser Druck überall. Er ist überall der Druck. Gott sei Dank haben ja wir deutschen Eltern einen Weg gefunden, wie wir den Druck, den das System bei uns erzeugt, wieder loswerden. Wir geben ihn einfach an die Kinder weiter. Das ist so entspannend, oder? Interessiert uns doch einen Dreck, ob die dank G8 keine Kindheit mehr haben? Diese Einstellung gönnen wir uns doch. Schon meine Mutter hat mir jahrelang gesagt, Junge, ich will doch mal nur, dass du es besser hast als ich. Und als ich es dann besser hatte, hat sie gesagt, so schön wie du möchte ich es auch mal haben. Wir deutschen Eltern, wir haben doch verstanden, dass Karl Valentin völlig recht hatte, als er gesagt hat, Erziehung, das nützt nichts. Die machen einem doch eh alles nach. Und den Druck, den G8 erzeugt, der wird weitergegeben bis runter in die Grundschulklasse. Und er entlädt sich in sinnlosen Hausaufgaben und bei teurer Nachhilfe. Und beides, die Hilfestellung bei den Hausaufgaben und die Kosten für die Nachhilfe, das erfordert Zeit, Geld und Bildung. Und das hat die Mama der kleinen Sophie. Aber die Mama der kleinen Aische muss bis spät abends an der Discounterkasse sitzen. Und wenn die kleine Aische dann später ins Gymnasium will, dann stellt sich Annette Schawan vor den Eingang und sagt, du kommst hier nicht rein. Ja? Und so vertieft die Ökonomie den sozialen Graben und schafft ein Bildungssystem, bei dem der kleine Ahmed später in der Regel nur eine Möglichkeit hat, das Gymnasium zu besuchen, als Mitarbeiter der Reinigungsfirma. Wir hetzen unsere Jüngsten im Grundschulalter zum Nachhilfeunterricht und kaufen uns Bücher von konservativen Pädagogen wie Bernhard Bub, der guten alten Zeit nachtrauert, als der Vater noch einmal in der Woche früher aus dem Büro nach Hause gekommen ist, um seine Kinder länger schlagen zu können. Und wir verstehen diese Bücher. 40% aller deutschen Eltern wenden bei der Erziehung körperliche Gewalt an. Das ist gut so. So holen wir auf zu Südkorea, was bei der PISA-Studie immer ganz vorne liegt. Ein Land, in dem die Prügelstrafe erlaubt ist. Mit dem Rohrstock drischt der Lehrer da auf die Schüler ein. Und die Eltern bringen ihre Kinder schon im Grundschulalter in ein Erziehungslager nach Ansan, wo die Kleinen so lange im kalten Wasser liegen, bis sie nach ihrer Mama schreien. Die Eltern halten das für eine notwendige Vorbereitung auf den Drill, der die Jüngsten da in der Schule erwartet. Wir orientieren uns an einem Land, bei dem die Hälfte der Erziehungsmaßnahmen einen Straftatbestand erfüllt. Wenn sich das G7-Land Deutschland gegen die G20-Konkurrenz wehrt, dann mit Hilfe von G8. Alle paar Jahre erwarten unsere Kultusminister die Ergebnisse eines sinnlosen Tests, der nur noch einen Zweck erfüllt, die frühzeitige Mobilmachung unserer Jüngsten fürs internationale Erwerbsheer, die Uniformierung ihres Wissens, dass es ihnen potente Mitstreiter beim globalen Verteilungskampf machen soll. Gut, zu Ihrer Entschuldigung muss man sagen, Kultusminister, das wird man nicht freiwillig. Kultusminister wird man, weil man in der ersten Kabinettssitzung das kürzeste Streichholz gezogen hat. Menschen mit der pädagogischen Befähigung vom Bademeister Schalupke bestimmen die Lerninhalte an unseren Schulen. Und PISA, das nehmen wir auch inzwischen so ungefragt hin, ne? Was für ein Quatsch da geprüft wird. Wenn es ein paar grundlegende Gedanken zu einer gerechteren Verteilung der Güter auf dieser Welt geben würde, könnte dann doch vielleicht aus der Philosophie oder der Soziologie. Und was wird da geprüft? Mathematik? Das braucht doch kein Aas. Schauen Sie, gerade die Erlebnisse mit der Hypo Real Estate haben doch gezeigt, dass man in unserem Land auch prima Karriere machen kann, wenn man den Grundrechenarten eher ablehnend gegenübersteht. Höhere Mathematik, ja wozu? Wenn ich eine gewisse Summe Geld habe und vor mir sitzt ein Berater der Commerzbank, dann weiß ich doch, dieses Geld wird in absehbarer Zeit nicht mehr da sein. Warum und aufgrund welcher Wahrscheinlichkeitsrechnung, wer will das wissen?
Mathematik, das habe ich noch nie verstanden. Was für eine Pein. Wenn ich heute noch den Begriff Textaufgabe höre, dann zieht sich mein Magen zusammen wie ein Igel im Scheinwerferlicht. Fährt ein Zug in A mit 60 km/h los und kommt in B mit 14 Minuten Verspätung an. Wie viele Leute verpassen dann ihre Anschlusszüge? Aber was? Was wird da, was wird bei PISA noch geprüft? Naturwissenschaft, das ist glatter Ballast. Natürlich, Einstein hat Großes gedacht und er hat uns gelehrt, dass die Verspätung eines ICE vom Bahnreisenden ganz anders empfunden wird als von dem Spaziergänger, der von außen auf den Zug schaut. Und die Chaostheorie hat uns darüber informiert, dass wenn bei uns Wolfgang Bosbach ein Interview gibt, in China ein Schmetterling gegen einen Baum fliegt. Natürlich, natürlich, die Naturwissenschaft kann uns helfen, Dinge zu verstehen, die wir uns sonst nicht erklären können. Warum zum Beispiel in einem Land wie der Bundesrepublik in regelmäßigen Abständen die Regierungsspitze ausgetauscht wird, obwohl sich nichts ändert. Das ist verwirrend. Aber schauen Sie, bei jeder Grönland-Expedition muss der Vorausgehende irgendwann ausgetauscht werden, weil er mangels Horizont seinen Gleichgewichtssinn verliert. Das erklärt den Übergang von Schröder zu Merkel, aber was nützt das den Jüngsten? Gar nichts. So, ich bin fertig.